Die Highlights der Regionalliga West werden Ihnen präsentiert von Aktion Medior. Die Sorgenfalten auf der Stirn von Uwe Koschinat waren schon groß vor dem Spiel gegen die U21 des 1. FC Köln. Der Chefcoach der Fortuna musste auf seine gesamte Kreativabteilung verzichten. Yilmaz Kessel, Steffen Streit und Andersen, alle verletzt oder angeschlagen. Der Spitzenreiter also in Personalnot, aber entschlossen von der ersten Minute an. Damani, Thomas Kraus stochert nach und Kjalka letztendlich rettet der Pfosten. Rasanter Auftakt in ein gutes, intensives Derby. Der FC mit Trainer Stefan Engels nach dem Sieg am letzten Samstag gegen Schalke 04 aus den gröbsten Abstiegssorgen raus, konnte also befreit aufspielen. Maxi Thiel mit der Möglichkeit. Auch der FC suchte den Weg nach vorne. 25 Minuten rum, die Fortuna insgesamt aber dominanter und mit den besseren Möglichkeiten. Laux nach der Ecke von Damani, da fehlten lediglich Zentimeter. Der Druck des Spitzenreiters nahm jetzt minütlich zu. Der nächste Angriff wieder über Fink, Kjalka und dann das 0:1. Mit ein bisschen Ping-Pong. Die Führung kurios. Der Ball springt vom Pfosten an die Hacke von FC-Schlussmann Schuhn für Kjalka. Saisontreffer Nummer 5. Die Fortuna zur Pause also in der Spur. Das natürlich nicht gerade nach dem Geschmack von Lotte-Coach Michael Borres, der auch im zweiten Abschnitt eine spielfreudige Fortuna sah. Dann das, Budimbu läuft Kraus in die Hacken, sicher keine Absicht, aber er war eben letzter Mann. Schiedsrichter Schäfer, blieb gar nichts anderes übrig, als den Rechtsverteidiger vom Platz zu stellen. Der anschließende Freistoß bringt die Vorentscheidung für die Fortuna. Hamdi Damani lässt die Südstadt weiter von der dritten Liga träumen. Der FC kämpfte tapfer, aber der Spitzenreiter an diesem Abend einfach zu mächtig. Die Entscheidung ist eigentlich gefallen, als der Platzverweis gewesen ist und danach der direkt verwandelte Freistoß. Und dann mussten wir ein bisschen auf Schadensbegrenzung spielen, weil die Fortuna natürlich schon einige Qualitäten in ihren Reihen hat. Bis dahin, finde ich, hat das Spiel einen tollen Charakter gehabt. Vor allen Dingen deswegen, weil wir heute wirklich hier sehr, sehr mutig gespielt haben. Weil wir heute, glaube ich, so diesen körperlichen Ansatz, den wir unbedingt ins Spiel bringen wollten, auch sehr, sehr gut durchgezogen haben. 7 Punkte Vorsprung. Die Fortuna hält Lotte weiterhin auf Distanz und freut sich auf das Spitzenspiel am Sonntag gegen Essen. Die Highlights der Regionalliga West wurden Ihnen präsentiert von Aktion Medior.